Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Im letzten Part, der ein bisschen länger ging, sorry, aber leider war da ein Spiel mittendrin, da konnte ich jetzt nicht so viel rausschneiden oder was anderes besser machen. Aber nach dem übelst langen Spiel haben wir dafür was richtig krasses gesehen, nämlich wahrscheinlich die neuen Endgegner. Schiller, ein sehr dämonischer Name, mit seinen zwei von drei Schülern oder Kindern, namens Torch und Gazelle. Torch sieht ein bisschen aus wie Axel von Kingdom Hearts und Gazelle etwas wie Roxas von Kingdom Hearts 2. Und der dritte im Bunde namens Xen, glaube ich, was? Genau, Xen. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wahrscheinlich wird er dann aussehen wie Mickey Mouse oder Donald Duck. Ich weiß es nicht. Das wird ziemlich cool. Aber zuerst mal einige Tage später. Also, habt ihr irgendwelche Hinweise der kleinen Trainingseinrichtung gefunden? Nein, nichts. Ich war sicher, wir werden etwas finden. Schließlich gerade Alice diesen Ort erschaffen. Entschuldigt, wir haben ja gerade enttäuscht. In der Geisterwohnung war wahrscheinlich nicht so viel zu finden. Dachte ich mir schon. Naja, mach dir überhaupt keine Sorgen, Slayer. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel trainiert. Dann sind jetzt ein viel stärkeres Team. Wir müssen nicht all ihre Geheimnisse kennen. Wir können Alice trotzdem besiegen. Hoffentlich. Aber ich weiß, dass du bist der Mark. Wir schauen aber trotzdem weiter, ob wir jetzt etwas Nützliches finden können. Alles klar, Tori? Nur sie nebenbei. Wo ist Erik hingegangen? Ich glaube, er ist mit Sue unterwegs. Ah, der Moment. Date, interessant. Ich glaube, er hat gesagt, dass sie in die Pfannkuchenbude ihrer Familie gehen würde. Wow, er lernt schon Eltern kennen. Wenn sie dann verheiratet sind, denkt ihr, dass Erik dort auch arbeiten wird? Wir müssen die Karten gut richtig ausspielen. Dann bekommen wir jeden Tag kostenlose Pfannkuchen. Yay, Pancakes! Hör auf, die beiden heiraten auf keinen Fall. Dafür sorge ich schon. Denn ich werde so heiraten. Das glaubst du doch selbst nicht. Ich denke, wir sollten Erik holen, bevor wir zurück zur Trainingseinrichtung gehen. Die Pfannkuchenpool ist in der Stadt. Lass mal nachsehen, ob er dort ist. Okay. Guter Plan. Geht zur Pfannkuchenbude. Aber zuerst einmal. Erst einmal das Trikot wechseln. Denn ich habe immer noch das Glamour-Trikot an, was eher nicht so schön aussieht. Vor allem bei Chick nicht. Und wo ist denn Tori? Das ist einigermaßen hübsch aus, aber das sieht doch über das Flammentrikot an. Das sieht bei allen richtig cool aus. Sogar bei ihm. Okay. Passt schon. Und ich glaube, so wie ich jetzt gerade schaue beim Bobby angucke, bin nach dem Spiel nicht aufgehört worden. Eieiei. Das ist gefährlich teilweise. Gebe einigen mehr, bei einigen weniger, aber ich guck doch mal, dass ich mich irgendwo aufhellen kann. Bei einer dieser 10.000 Aufladestationen. War nicht eine, tatsächlich doch eine, sehr schön. Erstmal aufhellen. Man weiß nie, wann die Alien hier angreifen. So, dann ab zur Pfannkuchenbude. Da. Oh, das ist eine Kiste. Fast übersehen. So, und hier haben wir ein Supertonikum. Sehr schön. So. Und zurück zur Innenstadt. Und ab zur Pfannkuchenbude. Übrigens als kleines Update nebenbei. Inazuma Eleven 3 Explosion habe ich schon fast durchgezockt. Jetzt bin ich gerade am Anfang des 9. Kapitels. Und alles Spiel wird so übelst geil. Es wird richtig krass. Wird aber wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange dauern, da es doch ziemlich umfassend ist. Die Turteltauben passen zu Erik und wie heißt die? So Zette, oder? Ich glaube schon. Powerkugel, ja. Roll dich mal durch, Wolli. Jackie. Und durchgerollt. So, und jetzt mir zurück zum seinen Stürmer, wie zum Beispiel Bobby, der sich durchsetzt gegen Tarant. Oder auch nicht. Schade. Aber Sharp kommt schon, oder Jack. Grätschen. Okay, dann muss ich den Check mal reindonnern. Oder auch nicht. Ach, du hast denn nichts, schade. Okay, dann Kopfball. Setz deinen Kopf durch, Bobby. Und durch das Gesicht ins Netz. Vorwärts, Raimon. Das war ganz gut. Schön aufgeladen, klappt das auf einmal. So, Sharp bekommt ein Level Up auf 28. Sehr schön. Und weiter zu
Okonomiyaki. Ich hoffe, es könnt ihr einigermaßen lesen. Ich dachte, es immer so ein kleines bisschen zusammen, aber ich denke, das kann man schon sehen. Und rein in die gute Bude. Wo sind die beiden Turteltäubchen? Ah, das sind sie ja. Hey, das sind sie ja. Einen Herzhirsch. Ach, wie süß. Hey, Schatzelein, ich habe einen super leckeren Pfannkuchen. Nur für dich gemacht. Die geheime Zutat ist Liebe. Oh. Also los, Zuckerschnute. Mund ganz weit aufmachen. Hey, ich kann es alleine essen, klar? Ach, Schatzi, es ist so süß, wenn du rot wirst. Sus Mutter. Wen hast du denn da angeschleppt? Ist das ein neuer Freund zu? Nein, so ist das nicht. Wir haben sie jetzt ein paar Tagen in der Möbelenke getroffen. So, das ist kein guter Männergeschmack. Zu viel ist sicher. Was hast denn diesen Lulatsch gefunden? Lulatsch, jetzt doch gar nicht so lang. Hey, der Mann ist dir davongelaufen. Also, kriegst du nicht meinen Männergeschmack. Du hast nicht die geringste Ahnung von Beziehungen. Und du hast Ahnung? Da kann ich nur lachen. Du alte Schachtel. Alte Schachtel? Psst, Erik, pass auf. Wir gehen zur Trainingseinrichtung. Kommst du mit? Marc, ja, ich bin dabei. Leise vorbeischleichen, damit sich keiner sieht. Was machst du denn? Er ist so dumm. Oh, Pudelchen. Wo willst du denn hin? Ich muss zum Training, aber vielen Dank für den Pfannkuchen. Und tschüss. Hey, Schatz, Süßer. Warte auf mich. Warte auf mich, Geliebter. Oh mein Gott. Na, die ist eine. Sie hat sich wohl nie zurück. Das kannst du laut sagen. Vielleicht sollte man ja so leben. Was denkst du, Nelly? Immer ran an den Speck? Ich finde mich so gut, wie ich bin. Vielen Dank. Hihi. Ja, du müsstest mal ein bisschen härter mal rangehen, damit du einigermaßen checkt, dass da was läuft. Wenn du Erik und so in eine Shoutout-Challenge einsetzen möchtest, sieh im Menü und das Spieler noch. Leute, geh zurück zur Trainingseinrichtung. Sehr schön. So. Was sind sie denn? Ah, vielleicht hier auf der anderen Seite? Tatsächlich, sehr schön. Auch schon aufgeladen, sehr cool. Okay, dann. Da habe ich noch für zwei Platz. So. Setze ich mal. Hier Erik hin und da. So Zette. So. Und wenn ich schon dabei bin, zeig dir gleich mal, Willi, da wohin gehört. So. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann setze ich mal die beiden anstatt Bobby und Sharp hin. Wo ist der Pass schon als gute Verteidigung? Im 4 vs 4 Match. Und weiter geht's. Was ist das nochmal? Kurz gucken. Ausdauer. Okay, gucken wir mal. Ausdauer ist da unten. Gegen einmal für Susi, besser gesagt für Su. Wenn ich mal dabei bin. Sehr schön, Ausdauer steigt am 1. Das habe ich auch mit Jack gemacht, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und das nächste Spiel beginnt. Gegen die Stollenstürmer mit Agent. Wo kenne ich dich? In der gegnerischen Territorie. Okay. Welchen denn geschaffen? Komm schon, Jack. Jack, komm schon. Und grätsch dich durch. Ich würde nicht zu viele TP verbraten, indem ich einfach rumrolle die ganze Zeit. Oder das Beste, wenn ich einfach einen reinlasse. Denn ich habe eigentlich genug Lampunkte und so. Aber Grime schießt noch ganz normal. Das heißt, den müsste ich eigentlich catchen, genau. So, einfach mal irgendwo hinschießen. Guck mal, dass ich ihn irgendwie so mal beschäftigt kriege, den Ball 2 Minuten noch. Dass ich möglichst wenig TP einsetze. Und dafür eher an Kap hier einbüßen muss. Der ich auch nicht so scharf bin, die ganzen Techniken einzusetzen, also die ganzen Items. Grätschen. So. Und ohne viel Verlust habe ich gewonnen. Sehr schön. Das reicht für Erik nicht ganz. Auf die Anschlagnadel, sehr schön. Muss ich auch mal irgendwann zurückbringen, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Geh mal weg, alter Mann. Und zurück zur Trainingseinrichtung. Ich bin gerade ein bisschen blöd gegangen, sehe ich gerade. Na egal. Und das nächste Spiel gegen die Zuckerpässe. Okay, die sind ganz neu. Okay, ein Tor schießen, kein Problem. Das ist die leichteste Übung.
Und reines Ding mit Falterschuss. Ah, oh, wie schön. Ach, süß. Und der ist drin. Mit der Kraft der Liebe. Weiter so, Raimund. Das war cool. Cool. Dum, 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 dum. Ah, yeah. 21 und 28. Sehr schön. So, weiter hier. Und das nächste Spiel. Ah, yeah, yeah. Das dauert so lang. Flucht. Ich will ja keine Zeit verlieren hier. Wenn ich dumm bin, ich nicht gegangen. Ich bin außen rumgegangen. Das war nicht so intelligent. Naja. Damit zurück ins Neue Überland. Dum, da, 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 dum, dum. Noch ein bisschen trainieren. Ich frage mich echt, wo zum Beispiel Epsilon ist. Vielleicht sind die irgendwo da unten, ich weiß es nicht. Der stille Raum. So. Okay, da passiert nichts. Ab nach unten. Okay, oder auch nicht. Da muss ich trainieren, das dauert so lange. Oh Gott, nicht schon wieder. Ah. Okay, hilft für alles nichts. Okay. Trainingsprogramm startet. Was trainiere ich denn? Offensiv, Defensiv, Schnelligkeit, Technik, Kraft oder Spezial? Ich mach mal Technik. Technik ist nicht schlecht. Viel Glück. Danke, Chewbacca. So, Aufstellung muss ich mal gucken. Mark, wo ist Erik und Hartnett? Passt schon. Wobei sie mit deiner Technik schon wahnsinnig viel an TP eingebüßt hat, aber das schaffen wir schon. Meint, wie viel hat die? Ach, das sind die Erfahrungspunkte. Ich dachte doch schon, der hat 116 TP. Das wäre krass gewesen. Kampf ein App bereit, Kampfwohl ist aktiviert. Und los geht's. NNW Z10. Und Jack ist am Ball. Wer auch sonst. Verteidigt euch doch mit Kampfstier, das ist billiger. Und Torero. Bams! Voll aufgespießt. Mit dem Kopf zwischen den Beinen. Komm schon, Erik, bleib da. Harty. AKA Suzette. Und zurück. Fängt euch, hoffe, das reicht gegen dich. Nein, tut es nicht. So knapp. Aber okay, sie ist am Ball. Und das heißt, es geht wieder. Großen Kavalier. Mit der Kraft der Liebe ist alles möglich. Und der ist drin. Bim. Das war schon wieder ein Superschuss, der sich gewaschen hat. Dadam, dadam, dadam. So wenige Erfahrungspunkte. Eieiei. Naja. Kampfeinheit besiegt. Einlass gestattet. Danke. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Ich denke, das wird wahrscheinlich oben gewesen sein, oder? Nee, das war dumm. Da komme ich nicht weiter. Ah, oh, kacke. Gehört das auch zu, dann muss ich also den Roboter besiegen, damit ich weiterkomme. Kampf nicht bereit, Kampf von uns aktiviert. Das war die falsche Richtung. Naja. Oh! Die kenne ich doch, Wanda. Die mit den komischen Hut und mit dem Leonhorn, die kenne ich sogar. Aus dem dritten Teil, die ist in meiner Mannschaft drin. Das ist ja cool, da kommt die her. Cool. Wie ist die Wanda oder Wonderland oder so ähnlich? Ist ja geil.
Im dritten Teil gibt es auch einiges mehr weibliche Spielerinnen. Super gemacht, Heartland. Ab zu Schnucke und rein das Ding mit Drehschuss. Die billigste Technik, die ich im Petto habe. Und BAMS! Und er geht natürlich rein. BAM! Tolles Tor! Das war der best shot ever. Das reicht für keinen, da kann ich lang warten. Alte Anschlagnadel, cool. So viele Anschlagnadel. Einer ist gestartet. Okay, muss ich wieder zurückgehen. Dann nach links. Gott, ist das doof. Was nach oben oder rechts? Links? Ja, wo ist rechts? Ja, ich kann nach oben, links oder rechts, aber rechts bringt es gar nichts mehr. So hoffe ich mal, dass ich nach oben weiterkomme. Ah, sieht gut aus. Noch eine Kiste. Mysteriegel. So. Hoffentlich wieder nach oben. Bitte. Hä? Moment, den kenne ich doch. Das ist das Dvalin. Ach du Scheiße. Wir sind ja doch hier. Okay, gut, dass ich gerade aufgeladen habe. Okay, dann wird wahrscheinlich der nächste Partner der Kampf gegen Dvalin beginnen mit seiner Mannschaft namens Epsilon. TP war das zum Essen, genau. 20 Power-Riegel. Wo ist denn notwendig? Bei dir auf jeden Fall. Ich gebe dir gleich mal 2 zur Sicherheit. So. Einmal hast du irgendwas gemacht? Nee. 74. Passt auch soweit. Das passt. Das passt. Da fehlen 20 KP, aber kann noch einigermaßen verkraften. Da fehlen 7. Da fehlen 20. Okay, dann nochmal kurz ein bisschen Wasser hinterher. Bei dir. Und bei dir, genau. So. Ach, Erika, was soll der Geiz? Ich hab's ja. So, Ironside. Na, das ist das Blöde, wenn man dann keine Aufladestation mehr hat, diese komische Quellen. Das hat so übelst lange, so übelst nervig. Okay, Bobby vielleicht? Passt schon, muss mir gucken, wie ich dann auf der Ersatzbank hab. Ich glaube, ich habe die volle Mannschaft. Okay, jetzt setze ich mal kurz Hyuchin raus. Und ich habe so viele Spiele, ich weiß gar nicht, ob ich alle brauche oder. Gescotti vielleicht weniger. Dafür. Sharp oder Bobby? Meine Werte würde ich eher sagen Sharp. Und Bobby lasse ich mal. Ich glaube, das wird schon passen. Und ja. Vollkommen aufgeheilt soweit. Okay, dann passt schon alles. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part quatsche ich mal ein bisschen. Ah, ich quatsche schon mal. Was soll's? Du hast halt ein paar Minuten wieder länger. Hallo, Dvalin. Willkommen, Raimon. Willkommen, Epsilon. Ich wusste, ihr würdet hierher kommen, genau wie ich es vorhergesehen habe. Epsilon! Ah, das sind also diese Alice Academy-Typen. Falls irgendwie ein Plan, mein Schätzchen zu tyrannisieren, muss erstmal an mir vorbei. Mhm. So, beruhig dich. Ich habe geschworen, dass wir ein Rückspiel haben werden, um euch die Tracht Prügel zu geben, die ihr verdient. Was haltet ihr von dieser Trainingseinrichtung? Der perfekte Ort für ein Rückspiel. Oder? Lord Dvalin, sieh mal, was ich hier gefunden habe. Die sind in einer Einrichtung rumspaziert. Ach so, ist Mädels. So, wo ist meine Schokolade? Was macht ihr denn alle hier?
Hey, Finger weg von meinen Freunden. Das könnt ihr nicht machen. Entschuldigung, Sue. Wir sind zurückgekommen, um nach Hinweisen zu suchen. Und eine Schokolade, die uns zu Alias führt. Wir dachten, Erik wäre beeindruckt. Und würde sich noch mehr dich verlieben. Das hätte ich mir sagen müssen. So, mach dir keine Sorgen um uns. Kümmere dich einfach um diese Alias-Spinner. Ja, lass die Weltraumphysiker berücksichtigt damit durchkommen. Wartet, das ist genug. Dazu muss die Motto ist, eine für alle, und alle für eine. Ich kann meine Freunde nicht einfach im Stich lassen, wenn sie Schwierigkeiten sind. So. Dwalin, wir werden tun, was du sagst. Sollen wir sie jetzt gefangen nehmen und mit Jerome und Elf verhandeln? Du armselige Kreatur. Ich habe dir nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Lord Dwalin? Unser einziges Ziel ist es, Raymond zu besiegen. Wir brauchen keine Gefangenen. Ich möchte ein faires Spiel gegen Raymond. Ein Spiel und dergleichen. Ein faires Spiel? Hä? Wie bitte? What the fuck? Deswegen haben wir ihm Zeit zum Trainieren gegeben. Ich habe mich darauf gefreut, in die bessere Verfassung entgegenzutreten. Lord Dwalin? Warum erlaubst du ihn, dass es Captain von Epsilon? Jetzt verstehe ich. Deshalb haben sie das letzte Mal aufgegeben. Nun das letzte Mal als eine Lektion. Eine Lektion darüber, wie unvollkommen sinnlos es ist, gegen uns anzutreten. Wenn wir genau das Spiel, das sie so lieb verwenden, euch auf krasseste Weise eure Schwäche zu zeigen. Und dann, wenn ihr alle eure Schwächen erkannt habt, werdet ihr von uns niederknien. Und sterben. Du schluckst eine ganz schön große Töne. Wir sind viel besser als je zuvor. Diesmal werden die Epsilon schauen. Wir müssen an uns glauben. Na los, Leute. Zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Spannend. Aber erst im nächsten Part. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm, wo wir zwar nicht so richtig in den Arsch treten. Ich freue mich. Ich hoffe, wir können es einigermaßen schaffen, aber... Gut, zack. Entschuldigung. Ich hoffe, das wird schon einigermaßen klappen. Sonst bin ich vollkommen aufgeheilt und alle Techniken sind einigermaßen gut. Das Level passt und ich bin richtig gespannt drauf. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Ciao.